Hallo Leute und willkommen bei Teil 6. Gut, wir haben jetzt das Tor hier aufgemacht und den scheiß Helikopter vernichtet. Und sind hier einen ewigen Weg gerannt. Gut. Ich hoffe, dass das mit dem Sound diesmal stimmt. Ich bin mir nicht sicher. Echt scheiße für euch. Ach, das gibt's doch nicht. Ich hab den erst kaputt gemacht. So, was wird das hier jetzt gerade falsch? Falsch. 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 Okay. Das war nämlich hin. Oh, da ist er doch schon. Was für ein Wunder. Echt. Ach ja Leute, falls ihr mich gut danken könnt, schreibt mir in die Comments, ob ihr wollt, dass ich diese Let's Plays benenne, also mit speziellen Namen, die mir gerade so einfallen oder so. Ich bin jetzt nie auf die Idee gekommen, dass ich das machen würde, aber es wird dann doch ein bisschen leichter, wenn ich nach gewissen Sachen suche. Wenn ihr nach gewissen Sachen sucht. Wow. Ich erwarte jetzt ein baldiges Ende dieses Levels. Ich hasse ihn jetzt schon. Ha. Ja. Leute, geht's. Ihr müsst schon zugeben, dass das echt die Stimme zerstört, wenn man da mal so ein Ding anhört und der Ton ausfällt und alles, das ist wirklich nicht das, was man da effektiv macht, wenn man da Stimmungserzeuger versteht. Ihr wisst schon, was ich meine. Das macht doch keine Stimme. Weißt du überhaupt, wo ich muss? Nein! Ja! Jetzt haben wir mal kurz die Ruhe. Das ist ja schön. Ich glaube nämlich, dass wir hier runter müssen. Gut. Der Meinung ist gut.
Häng da rauf. Bevor das Ding hier Bomben runterwirft. Komm schon. Toller Ladebalken. Es ist ja nicht mal ein Balken, es ist nur so ein fliegendes, durchsichtiges Ding, wo Ladedaten entstehen. Gut, hier geht's mal nicht weiter. Das hat mich übersehen. Jetzt werden wir mal endlich wieder zu Fuß weiterkommen können. Komm schon. Nee, falsche Richtung. Komm schon, komm schon. Was ist jetzt los? Wieso war mir das irgendwie klar? Okay. Ich verstehe jetzt nur nicht, wenn ich hier... Das doch. Muss ich hier mehr Sachen drauf tun? Wieso kann das Spiel nicht einfach weitergehen oder so? Ohne dass es mir komplexe Rätsel stellen muss, die ich sowieso nicht reiße. Ah, okay. Ja, das war's echt. Okay, das war's auch schon. Okay. Dann geht's auch schon weiter. Ah. Ach, kommt schon. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht selbst sehen würde. Dr. Gordon Freeman höchst selbst. Gutes Timing, Doc. Wir müssen hier weg, bevor die Combine uns erfassen. Wir sind schon beinahe von hier weg. Gut. Los, Beeilung. Wir müssen die Zelte abbrechen und schnellstens weg. Grüße an Dr. Freeman. Was bist du? Komm nur rein, ich zeig dir, was auf dich zukommt. Warte.
Was kommt auf mich zu? Sag's mir. Zeig's mir. Hier. Da, schau dir das an. Das hier ist der Damm, ist nicht weit von hier. Eli ist hier versteckt, direkt am Perimeter, mitten im alten Wasserkraftwerk. Okay. Aber wenn der Jagdschrauber an dir dranhängt, kommt man da praktisch nicht hin. Mhm. Die gute Nachricht, der Vortigon bringt das Luftboot gerade auf Vordermann. Danach hat es noch mehr Feuerkraft. Ich glaube, er wird gerade fertig. Feuerkraft? Raus jetzt. Das Ding hat überhaupt keine Feuerkraft. Bitte sehr. Diese Waffe war auch mal in so einem Jagdschrauber montiert. Ist fast sowas wie Ironie des Schicksals, oder etwa nicht? Okay. Hol den Schrauber runter und es sollte möglich sein, Eli zu erreichen. Dr. Freeman, nehme diese Waffe. Wow. Oder er nimmt Schaden auf den Weg. Ja, gut. Adieu, Dr. Freeman. Oh, ich könnte ihn jetzt abschießen, aber das wäre doch niveaulos, oder? Ja, das geht schon mal einiges besser. Alles klar. Dass ich mir in den Weg stelle. Ach komm schon. Daten. Naja, wenigstens muss ich nicht diese Stimme von den Eintrüben da hören. Wie jetzt dann nochmal? Ich weiß nicht, was seiner Name ist. Dass sie das alles so gebaut haben, dass ich hier mein Luftboot drüber segeln kann. Okay, das war jetzt echt schlecht von mir. Das tut mir leid. Stimmt, wie das ein bisschen. Hier bin ich nicht rauf und da ist Feuer. Ach, wie ich es liebe, durch Feuer zu fahren. Nicht. Okay. Ich fahre jetzt einfach nicht durchs Feuer. Und so. Wir wollen hier jetzt einfach zu besseren Punkten.
war es das jetzt dann? Komm schon. Verdammt langweilig, kommt schon, bietet mir volle Action und so, nicht so unfertig, sondern wie es funktioniert. Das ist jetzt klassisch, ich verstecke mich hier jetzt einfach mal so. Ist nicht immer so, dass wenn man sterben will, dass man nicht stirbt. Danke, 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 danke. Gut. Hat ja echt verdammt lange gedauert. Schauen wir mal, dass wir jetzt nicht sterben, dass wir jetzt... Leben werde ich das Spiel wunderbar meistern hier. Wenn ich erstmal den Eingang gefunden habe. Da ist sicher nicht, das ist ja nicht. Komm schon. Weiset mir den Weg. Ja, ich weiß, dass ich nur ein paar Tage Leben habe. 26. Wie ist hoch? Dann wird es weg hier. Ja, ist zumindest klar, das Spiel passt nicht. Ich hab jetzt sonst auf die geknackte Idee gekommen. So. Okay Leute. Das war's auch mit dieser Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen hier.
Ciao.